bin gern in der Bahn unterwegs. Überall beobachten wir Menschen, die mit Kopfhörern herumlaufen, um ihre Lieblingsmusik zu hören. Sie hören stundenlang nur die Musik, die ihnen gefällt. Gleichzeitig schirmen sie sich gegen alles andere in ihrer Umgebung ab. Schwierig ist es, Hilfe rufen, bitten oder Anfragen zu hören und darauf zu reagieren. Dieses Kopfhörersyndrom ist zu einem Symbol unserer Zeit geworden. Ich möchte uns aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7 lesen. Dort heißt es in den Versen 12 bis 14: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Was wir brauchen, ist der Blick für die Menschen unserer Umgebung. Erst wenn die Nöte, Probleme und Schwierigkeiten anderer um uns unser Herz erreichen, können wir ihnen ehrliches Interesse und Anteilnahme entgegenbringen. Hierbei kann meine Reaktion nicht sein: Ich kann ja doch nicht helfen, was geht mich das an? Nach welcher Lebensregel lebst du? Nach welcher Lebensregel lebst du? Ein erster Punkt, den ich dazu habe: Wie handelst du? Im Bibelwort heißt es: So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Anders formuliert lautet die Aussage: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Ein Zeichen des Christentums ist aktives und gutes Handeln. Die Art herauszufinden, ob etwas jemanden anderes Gutes tut, ist, sich selbst die Frage zu stellen, ob wir selbst möchten, dass ein anderer dies für uns tut. Was würde dieser Vers auswirken auf die Bereiche bezogen, zwischenmenschliche Beziehungen, Leben in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und so weiter? Uns dürfte das Sprichwort bekannt sein: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Was Jesus sagt, meint: Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Die Jünger sollen den Menschen alle Dienste tun, die sie selbst von den Menschen erwarten. Es geht um Nächstenliebe. Frage dich: Was würde ich erwarten? Oder wem kannst du nützliche Hilfe sein? Denke dabei an deine Familienangehörige, an deinen Partner, an die Nachbarn, an Arbeitskollegen, an die Glaubensgeschwister. Nächstenliebe in der Praxis und im Alltag zu leben, ist ganz schön schwer. Da merken wir auf einmal, wir sind begrenzt, wir kommen nicht weit, wir scheitern. Im Johannesevangelium im 10. Kapitel heißt es in Vers 7 und in Vers 9: Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus selbst ist die Tür. Hineingehen sollen wir. Es ist nicht ausreichend, nur interessiert auf die Schwelle zu treten. Es erfordert eine bewusste Entscheidung, als Christ zu leben. Dies geschieht durch eine Lebensübergabe an Jesus. Viele wollen einen Mittelweg. Diesen Mittelweg zwischen Glauben und Unglauben gibt es aber nicht.
Entweder bin ich gerettet oder verloren. Entweder gehöre ich Jesus Christus an oder ich bin kein Gotteskind. Ein zweiter Gedanke, nach welchem Vorsatz handeln wir? Nach welchem Vorsatz handeln wir? Es gibt einen schmalen Weg und auf diesem Weg bewegt sich die Minderheit. Wenige sind es, die ihn finden. Wir können davon ausgehen, zu einer Minderheit zu gehören. Denke doch einmal an deine geistliche Wiedergeburt. Wie lange hat es gedauert, bis du die bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus getroffen hast? Automatisch vollzieht sich der Weg der Jesus-Nachfolge nicht. Es kommt auf eine bewusste Entscheidung an. Diese bewusste Entscheidung ist genauso erforderlich, um Nächstenliebe zu tun. Wer den Weg des Glaubens und der Jesus-Nachfolge geht, kommt sich vor wie ein Schwimmer, der gegen den Strom schwimmt. Aufgrund unseres Glaubens an Jesus kann es dir passieren, dass dich die Leute meiden, dass sie sich über dich lustig machen und dich belächeln. Der schmale Weg führt zum ewigen Leben. Uns kommt es zugute, anderen nur das zu tun, was wir gerne hätten, dass diese uns tun. Überlege für dich, welche Sprache und Worte du benutzt und gebrauchst. Wie wir reden und was wir reden, kann uns nicht gleichgültig sein. Für mich zählt nicht allein mein Vorteil und mein Wohl. Natürlich erwarte ich, dass ich Hilfe bekomme und dass mir die Leute freundlich begegnen. Uns dürfte es schwer fallen, andauernd nur bemüht sein, freundlich zu sein. Ein Beispiel vom Straßenverkehr. Im Straßenverkehr gilt der Grundsatz, sich so zu verhalten, dass niemand auf der Straße Schaden zugefügt wird. Menschen keinen Schaden zuzufügen, fällt uns hierbei meistens nicht schwer. Jesus macht den Unterschied deutlich. Der breite Weg, der zur Verdammnis führt, und der schmale Weg, der zum ewigen Leben führt. Er sagt uns, woran wir erkennen, auf welchem Weg wir uns befinden. Auf den breiten Weg oder auf dem schmalen Weg. Welchen Weg gehst du? Das ist mein dritter Punkt. Welchen Weg gehst du? Wir fragen uns, auf welchem Wege wir uns befinden. Wir müssen konkret wissen, auf welchem Wege wir unterwegs sind. Dazu gibt es Prüfkriterien. Wir haben Gelegenheit zu prüfen, ob wir ebenso gesinnt sind, ob wir ebenso reden, ob wir ebenso handeln und leben wie die meisten normalen Menschen in der Welt. Und wenn wir feststellen, dass wir genau so dahin leben wie die meisten Menschen, dann müssen wir von diesem Weg umkehren. Nur wenige gehen den schmalen Weg, den Weg, den Gottes Wort weist. Für uns Gläubige ist wichtig, dass das Leben und die Lehre mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Darum prüfe dich, ob du den Willen Gottes erfüllst, ob du dich nach der Bibel richtest oder ob du dem Wort Gottes widerstrebst. Wer den breiten Weg verlässt und den schmalen Weg wählt, der findet durch Jesus Christus Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe und Frieden.
Der schmale Weg bedeutet der Weg in das ewige Leben. Gott will Heil. Gott will Rettung. Der Weg der Umkehr ist möglich. Gott will ewiges Leben schenken. Nicht die Verdammnis soll für uns die Aussicht sein. Auf dem schmalen Weg begleitet uns der Gott der Liebe. Gott möchte, dass wir den schmalen Weg erwählen und gehen.